Moinsen, willkommen zur allerersten Episode Bigger Every Day. Wir fangen quasi an mit 102,8 Kilo, fett wie Stück Sch*** und nicht mehr muskulös. Um zu erklären, wieso, jetzt nach meinem Wettkampf habe ich 8, 9 oder knapp 10 Wochen Erholungspause gemacht. Also ich habe weniger gegessen, ich habe nicht mehr so intensiv trainiert, beziehungsweise ja halt gelebt fast wie ein normaler Mensch. Das ändert sich jetzt wieder und wir beginnen quasi mit einer, ja, wie soll ich sagen, Aufbauphase würde ich es nicht nennen, sondern eine Wiedereingliederung ins Bodybuilding. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich werde hin und wieder ein bisschen Werbung machen, deswegen ihr seht das Ganze etwas entspannter, wenn hier ab und zu mal Werbung eingeblendet wird. Ansonsten alle anderen Sachen, die ihr gerne haben wollt, findet ihr unten in der Beschreibung, inklusive Trainingspläne, mein E-Book, Personal Trainings, bla 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 bla, Supplements mit dem Code und so weiter findet ihr wie gesagt unten. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Dieses Video enthält Werbung, Advertisement, Ad-Merchandise, unterstützt durch Powered by Anzeige und den ganzen anderen. Sternchen steht für euch, Verband Sozialer Wettbewerb. So, finally, wir sind in Waldorf im Bodybuilding-Verein. Da. Und zu meinem Gunsten habe ich meine Kopfhörer vergessen. Fängt ja schon mal gut an. Bin ich mal gespannt, wie das erste Brusttraining wird ohne Kopfhörer. Vor allem bin ich mal gespannt, ob ich jetzt nach meinem Urlaub die Kraftwerte halten konnte einigermaßen. Nee. Yeah, we could go today. Just take me away. Where we all feel the same. Where we all feel okay. Where we all feel no pain. Yeah. I don't wanna stay down no more. Hit me with the pain and the stab as I grow. Turn up the mic gain as I grab what I know. I want the right fame just to pass you my flow. I wanna teach the masses like classes just out of practice. So maybe you could pass this class called life. We live then we die. So, Warm-up wäre geschafft. Ich jetzt 4 Sätze gemütlich mit dem Fleiß gemacht und jetzt zu Beginn dieser Serie muss ich mir im Prinzip mal darüber im Klaren werden, womit ich starte, was Trainingsvolumen anbetrifft, beziehungsweise welche Übungen baue ich ein, wie schwer mache ich sie, wie viele Sätze mache ich davon, wie viel Pause und so weiter. Das wird alles im Laufe dieser Serie später mal eine Rolle spielen bezüglich Progression, also wie ich mich quasi von Training zu Training steigere, denn letzten Endes geht es jetzt in der ersten Phase erstmal darum, wieder relativ flott stark zu werden. Ich würde es fast so handhaben, wie ich das immer handhabe, dass ich mit einer starken Übung beginne. Das wird Schrägbankdrücken sein. Dann werde ich wahrscheinlich Flachbankdrücken machen mit den Kurzhanteln und ganz zum Schluss noch einmal Pack Deck, also hier mit den Fliegenden am Gerät. Und ich denke, bei den 3 Übungen wird es jetzt erstmal bleiben. Aktuell werde ich einen 5er-Split machen. Ich glaube, ich mache einen 5er-Split. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Das erkläre ich dann Step für Step. In diesem Video geht es jetzt erstmal rein ums Brusttraining. Dann es folgen immer weitere Videos. Ich mache einmal ein Video, wie ich einkaufe, was ich einkaufe, wieso, wie ich koche, wie ich meine Meals verteile, Supplements, welche ich nehme, wie viel und wann, Trainingspläne, Ernährungspläne, Regeneration. Ihr habt mir relativ viele und gute Tipps gegeben, was ihr sehen wollt. Das werde ich alles umsetzen. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Sachen habt, die ihr gerne wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann werde ich mir das zu Herzen nehmen und extra eine Episode drehen für euch. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Training. Viel Spaß. Running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. To the verse, back to
the curse. Hit me where it hurts. Everyone's the worst. I only got myself. I don't need any help. Already been through hell. I know that you could tell. I only need a chance. I only need a plan. I'm going all in and I'll do it cause I can. Feel like you're falling. Catch yourself with my hand. I'll pull you back up till your feet feel the land. Yeah. These words, the verse, it hurts. I work, rehearse, I purge the curse. These words immerse my nerves. I slur, reverse, then work, reverse. Now I talk with intent. I talk to defend. I talk to the world and I meant what I said. I talk and I blend. A speech from a friend. It's not about the life, it's what you do before it ends. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's good. Wer ist denn da? Der Jimmo. Der bringt dir deine Kopfhörer. Laber nicht. Nee. Du musst doch Cardio machen. Ich hab ein Handy. Mach mal hier Cardio mit deinen Kopfhörern, ist alles in Ordnung. Erzähl, wie läuft die Vorbereitung? Bis jetzt eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was sagst du? Sehen wir, wenn es fertig ist. Aber du kannst zur Not mal jetzt kurz einen Satz von mir filmen. Hm? Du könntest einen Satz von mir filmen. Gerne? Gerne. No pain, yeah, there's no pain, yeah. I'm okay, I'm okay, yeah. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, to stop this. I lock in, I got this, radio drop this. Hot shit, just watch this, I fucking promise. Too lit, do not miss, your chance to cop this. Will you capture it, or just let it slip? Oh shit, I wanna be him, cause my rap is tight. No really, they just give a fuck that I ain't black. I'm white, I'm not anyone else, man, I'm one of a kind. So sit back, relax, and listen one more time. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, to stop it. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, to stop it. I love the girls that fuck with my music. Getting referrals from the girls, love to booze it. Party and lose it, that's the life I'm choosing. Not losing, that's my two cents, so use it. You know I'm back, as a matter of fact. I'm better than ever, never been better. I know that I wrote that. Sipping on some coke and no jack. Quit staring, bitch, and take a pic. Kodak, I'm threatening the game. Cause money and fame, they don't affect my brain. It's fucking all the same. I'm sick of hearing about these insta names with insta fame. Take a pic, sick, you're lame. A quick fix to shame. You lick dick for fame. A thick chick is slain. A chick pick to lay. I think I've gone insane. I think I've lost my brain. And honestly, I'm a motherfucking novelty. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, to stop it. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, to stop it. So, also das Brusttraining wäre damit quasi beendet. Wie ich schon gesagt habe, wir sind jetzt eingestiegen mit so den Hauptübungen, die ich fast in jedem Training mache. Das ist einmal Schrägbank drücken, dann Flachbank drücken und Packdeck, also Flies. Für mich persönlich ist Schrägbank drücken halt die Main-Übung schlechthin, weil meine obere Brust mehr Priorität hat als die untere. Ich habe das Gefühl, dass die obere nicht so sehr gut wächst wie die untere. Das Problem haben wahrscheinlich mehr Leute als ich. Deswegen mache ich die immer zuerst, relativ schwer.
Dann mache ich noch Flachbankdrücken und wie gesagt die Fliegenden als Dehnung. Ich habe jetzt angefangen mit dem Projekt Bigger Every Day mit 3 Übungen, a 4 Sätze. Also 4 Sätze schräg, 4 Sätze flach, 4 Sätze Packdeck. Macht unterm Strich 12 Sätze. You know, I'm a creative genius. Rep Range, also Wiederholungszahl, so zwischen 10 und 15 oder 20 war, glaube ich, das höchste. Jetzt gilt es quasi von Woche zu Woche, das zu schlagen und zu verbessern. Und wie genau ich das mache, erkläre ich euch in einem anderen Video, wo es nur um Progression geht. Jetzt mache ich noch hier ein bisschen Wadentraining. Mache ich im Sitzen, also 2 Übungen, einmal im Sitzen mit relativ viel Wiederholung. Da mache ich 4x20 und ganz zum Schluss mache ich noch Dunkies, relativ schwer mit so 8 bis 10 Wiederholungen, auch 4 Sätze. Und dann war es das für heute schon mit dem Training. Später gehe ich noch einkaufen, das seht ihr allerdings in einem anderen Video. Und für alle, die sich fragen, was man so im Training oder was ich im Training trinke, nicht was man trinken sollte, sondern was ich trinke, ist aktuell, lass mich lügen, 400 Milligramm Magnesiumcitrat und 5 Gramm EAAs. Findet ihr übrigens unten in der Beschreibung, habe ich euch den Link zur Peak Homepage reingeknallt. Könnt ihr mit dem Code Mike 10% sparen, falls ihr euch das auch gönnen wollt. Das Magnesium gibt es übrigens in 2 mega leckeren Geschmacksrichtungen. Einmal in Fresh Berry und Mix Berry und einmal Fresh Orange. Kann ich beides empfehlen, schmeckt beides super. Magnesium übrigens ultra wichtig. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und genau, jetzt wird erstmal weiter trainiert. War das ein Tag heute? Der Tag war dermaßen zum Kotzen, das kann man eigentlich keinem erzählen. Heute hätte ich eigentlich einen Videodreh gehabt mit meinem Bruder zusammen und mit meinem Cutter. Der Cutter hat sich halt einfach nicht gemeldet. Mein Bruder hatte auch schon trainiert. Das hat bedeutet, ich hatte keinen Trainingspartner. Dann habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, mach dein eigenes Ding heute, wird ja wohl kein Problem sein. Dann fahre ich ins Training, habe ich meine Kopfhörer vergessen. Also absolut worst case. Mein Eiweißshake nach dem Training habe ich natürlich auch nicht gepackt. Also schlimmer kann es fast nicht kommen, außer ich hätte mein Handtuch vielleicht vergessen und meine Trainingsschuhe oder so, dann wäre ich wahrscheinlich komplett ausgeflippt. Also, nochmal ganz kurz hier, weil das Thema Motivation gefallen ist. Es kann die schlimmsten Tage geben. Und die gibt es immer. Die hat jeder, die wird es immer geben. Und die kommen immer zu den unpassendsten Momenten. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie man die ganz locker wegsteckt. Und das ist halt einfach trotzdem machen. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ein kleines Video darüber machen, wie man sich so aufraffen kann und motivieren kann. Wobei, in meiner Welt gibt es da nicht viel. Man hat einfach seinen scheiß Job zu erledigen und da gibt es kein Rumgeheule und fertig. Aber das mache ich ausführlicher im anderen Video. Ich wollte euch nochmal einfach nur kurz sagen, dass auch ich meine schlechten oder scheiß Tage habe und dass die jeder hat. Und nicht, dass ihr denkt, keine Ahnung, die das schon ein bisschen länger machen, denen geht es immer gut und die machen immer oder haben immer geile Tage, das ist auf jeden Fall nicht so. Und jetzt verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, knallt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr bemüht, das für euch in Zukunft weiterzumachen und diese Serie Bigger Every Day da fortzuführen, bis wir quasi in die nächste Wettkampfdiät gehen. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, je nachdem, wie ich mich entwickle. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal Tschüssikowski. Danke fürs Zusehen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.